Schau mir die Krümmung von der roten Funktion an, einer hoch 3 Funktion und auch von dieser x hoch 4 Funktion. Die Krümmung hat an der Stelle einen echten Wendepunkt. Die Krümmung ist erst rechts gekrümmt, dann links gekrümmt, also negative Krümmung, positive Krümmung. Und wenn ich jetzt hier so entlangfahren würde mit dem Fahrrad, dann hätte ich an der Stelle bei dem Wendepunkt den Lenker gerade. Ja, außer rechts kommt eine Linkskurve. An der Stelle habe ich immer noch eine schwache Linkskurve und hier habe ich eine schwache Rechtskurve. Anders ist es bei der hoch 4 Funktion. Auch da ist der Lenker gerade. Wenn ich jetzt also so von oben betrachtet, Fahrrad, Kopf von meinem Fahrrad, zwei Hände, ja, wenn ich so fahre. Ich habe jetzt hier eine Linkskurve. Der Lenker ist an der Stelle kurz gerad und hier habe ich wieder eine Linkskurve. Das heißt, die Krümmung ist positiv, positiv und an der Stelle 0. Aber ich nenne es keinen Wendepunkt, weil ich ja nicht von der rechts in die Linkskurve gehe, sondern nur von der rechts gerade rechts. Und das erkläre ich jetzt, wie man das rechnerisch macht. Man leitet ab, ganz oft ableiten. Also hier, f' von x ist 0,6x² minus 0,4. Noch ein bisschen mehr Platz machen, das kann man sich merken da. Und dann f2' von x ist 1,2x und die zweite Ableitung wird immer 0 gesetzt. Ist 0, 1,2 mal x gleich 0, das gilt für x gleich 0 und genau da ist dieser Wendepunkt. Wenn ich die 0 da oben einsetze, ja, hier die 0 und die 0, dann stelle ich fest, f von 0 ist 0 und deswegen ist der Wendepunkt wirklich, also der Wendepunkt ist bei 0, 0. Und jetzt kommt die blaue Funktion hier, f' von x ist 4x hoch 3, f2' von x ist 12x². Ja, und das hört sich auch 0 und 12x² mal ist gleich 0 für x gleich 0. Schaut jetzt eigentlich auch so aus und wenn ich es oben einsetze, habe ich wieder den Punkt 0, 0, 0, 0. Nur warum ist es kein Wendepunkt? Und das rechnet man aus. Ich mache mal hier ein bisschen Platz und zwar mit der dritten Ableitung. Man muss tatsächlich, es schaut aus wie vielleicht zu viel Fleißarbeit, aber die dritte Ableitung machen. In dem Fall f3' von x ist 24x und bei der Funktion f3' von x ist 1,2. So, und wenn ich jetzt das. Also dieses x gleich 0, das was ich raus, die Nullstelle der, hier, die Nullstelle der zweiten Ableitung setze ich jetzt in f2' ein und stelle fest, es ist ungleich 0. Das heißt, die zweite Ableitung hat hier eine Steigung, die geht da durch. Ja, dann weiß ich, es ist ein echter Wendepunkt. Dagegen hier, wenn ich das gleich 0, machen wir so, wenn ich das gleich 0, nicht 0 setzen, konzentrieren, so. So, ich weiß, x gleich 0, da habe ich den Lenker gerade. Nehme die Nullstelle der zweiten Ableitung, setze es in die dritte Ableitung ein. Dann habe ich f3' von 0 ist 0, anders als da bei dem roten. Und dann weiß ich, dass diese zweite Ableitung an der Stelle, die da interessant ist, keine Steigung hat. Also die zweite Ableitung ist eine noch oben geöffnete Parabel, die schaut so aus. Und dann weiß ich, die geht entweder von Plus nach Plus oder geht von Minus nach Minus. In jedem Fall ist der Lenker gerade, aber die Krümmung ändert sich nicht und deswegen kein Wendepunkt. Also Zusammenfassung, zweite Ableitung 0 setzen, das was rauskommt in die dritte Ableitung einsetzen. Wenn es ungleich 0 ist, dann ist es ein Wendepunkt, fast immer der Fall. Zweite Ableitung 0 setzen, was rauskommt in die dritte Ableitung einsetzen. Ui, da kommt wieder 0 raus, kein Wendepunkt. Das ist irgendwie sowas. Ja, und ja, aber das war's. Also, das ist so dieses Kriterium. Ja.